Hallo und sehr ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Di und wie versprochen zocken wir heute wieder Flash Contest und vor allem wir zocken mal wieder mit unserem Tapu Team in der Monster League. Ich freue mich darauf schon, es ist schon lange her, dass wir es mal hergenommen haben. Inzwischen sind die Pokémon auch stärker geworden. Tapu Koko beispielsweise oder Kapuriki ist zum Beispiel schon auf, was die Fanshop angeht, auf Max Stufe, auf 95 um genau zu sein. Tapu Lele ist gerade noch im Aufbau. Hier sehen wir auch schon 1,9 Millionen. Zusammen mit Lele 3,8. Und mit Tapu Fini 5,6. Ist schon mal ein nicht schlechter Wert. Aber ich werde hier noch ein bisschen. Ich muss leider so machen. Denn der Nachteil ist, wenn man hier oben schon auf Supporter-Pokémon geht, dann kann man nicht mehr zurückkommen. Aber ich werde hier ein bisschen umbauen und zwar Tapu Fini in die Mitte. Denn es ist einfach, sag ich jetzt mal, ein besserer Tank als die anderen. Die anderen sind eher ADCs, beziehungsweise Tapu Koko ADC, Lele Supporter. Und da bleibt nur noch für Fini der Tankplatz. So, erstmal die Standeformation. Plumplum. Ich werde jetzt nicht seine Attacke einsetzen. Seine Fairy-Type-Attack. Denn das wäre es mir echt. Das wäre mir echt zu schade hier. Aber jetzt können wir sie einsetzen. Und die Welt hat es down. Natürlich haben wir auch einen starken Vorteil. 3,6 und 5,7. Ich denke 3,7. Was man hier schön sehen kann, ist, dass in Kombination mit Tapu Lele Regigigas als Supporter-Pokémon natürlich 1A ist. Denn dadurch, dass sie öfter angreifen können, bekommt ihr schneller wieder eure Supporter-Pokémon. Da sind natürlich allgemein schnelle Pokémon top. Oder auch zum Beispiel Deoxys, wenn es seine Ulti einsetzt, hat es ja die Möglichkeit nochmal anzugreifen. Genauso wie bei Pivo beispielsweise. Kann auch nochmal angreifen, wenn ein Gegner verreckt ist. Und dadurch bekommt ihr natürlich schneller ein Schild, denn ihr müsst fünfmal angreifen, bis ihr das Schild wieder oder Regigigas als Supporter-Pokémon wieder einsetzen könnt. Es ist natürlich blöd, dass wir hier direkt gegen ein Drachenteam kämpfen, aber der Vorteil ist, wir haben Fairy-Type-Attacks. Und somit haben die Drachen-Pokémon nicht allzu große Chancen. Der Nachteil ist, sie sind relativ stark. Wir zwar eigentlich auch, aber ja, es kann trotzdem nervig werden. Und vor allem, wir haben jetzt keine Attacke mehr, die alle drei Gegner angreift. Das ist ein großer Nachteil. Dann mal schauen, welche Stufe hat das. Absorb Stufe 3, das bedeutet, wir müssen 3 Runden warten. Das ist ein großer Nachteil. Deswegen schauen wir einfach mal, dass wir hier Kyogre relativ viel Damage machen können. Und Tapu Fini ist down. Also hier sehen wir, wie gesagt, schon der große Nachteil. Wir bräuchten nämlich Tapu Koko so trainiert, das ist hier wirklich. Oh, warte, jetzt können wir nochmal ein bisschen Damage machen. Wir brauchen jetzt nämlich so trainiert, dass wir die Kyogre mit einem Schlag killen können. White Kyurin ist down, Black Kyurin wird es doch mal ein bisschen effektiver und hier sind wir auch schon 5,7 gegen 5,5 und trotzdem tun wir uns so schwer. Natürlich könnte man jetzt die Pokémon oder unsere Tapus oder Kapus aufeinander abstimmen. Dadurch hätten sie größere Chancen hier wirklich zu glänzen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, denn ich verwende sie an anderen Teams. Aber okay, zumindest dieser Kampf hier könnte auf unserer Seite sein. Wir müssen jetzt nur schauen, dass sich Kyogre nicht so stark hochhielt. Sonst wird das Ganze nervig, aber es hat gar kein Healing drin, was? Hat es kein Healing? Doch, es muss doch Healing haben. Aber ne, den Kampf haben wir gewonnen. Danach dabei jetzt natürlich Black Kyogre hat eine Elektroattacke und unser Tank war ein. Oder ist ein Wasser-Pokémon. Aber es ging doch besser als gedacht. Natürlich jetzt wären die auf demselben Power-Level gewesen, hätten wir gar keine Chance gehabt.
jetzt habe ich etwas nicht bedacht, und zwar wir haben Rayquaza. Oder der Gegner hat Rayquaza. Und alle unsere Buffs sind jetzt flöten gegangen. Da hätte ich vielleicht erstmal Rayquaza besiegen sollen und dann alle Buffs aktivieren. Wäre sinnvoller gewesen, aber naja, aus Fehlern lernt man. Und wir schaffen den Kampf trotzdem. Soweit die Theorie jedenfalls. Das Gute ist, jetzt macht Arceus fast kein Damage mehr. Ihr seht ihr es. Ich habe jetzt bewusst die Attacke von Tapu Koko, also die Elektroattacke, erstmal eingesetzt. Damit erstmal dieses nervige Schild entfernt wird. So, jetzt kommt Lele. Und jetzt könnten wir vielleicht Arceus besiegen. Na, knapp. Dieser Moment, wenn Celebi noch gar nicht die Rage-Anzeige voll hat und trotzdem seine Ulti einsetzt. Ich hasse ihn einfach. Von so buggy. Genau dasselbe, wenn ich gegen Jirachi kämpfe. Also auf dem deutschen Server, da kämpfe ich ja momentan dagegen. Ich greife es an, es verliert die Hälfte seiner Rage-Anzeige und setzt dann seine Ulti ein. Das ist komplett komisch. So, können wir schon besiegen, jawohl. Wir sehen schon, die Fairy-Type-Attacks sind schon relativ stark, doch die haben alle einen Cooldown. Das ist ein bisschen von Nachteil. Da ist zum Beispiel Tapu Bulu ganz praktisch, denn er kann seine Fairy-Type-Attack durchgängig einsetzen. Schon wieder nerviges Rayquaza. Okay, bevor wir jetzt alles einsetzen, gehen wir erstmal auf Rayquaza. Hier ist bei die Ulti und dadurch macht es jetzt fast kein Damage mehr. So, jetzt kann es uns zumindest schon mal nicht mehr nerven. Der Vorteil ist allgemein, wie ihr gerade gesehen habt, ja, es macht allgemein kein Damage bei uns. So. Komm schon, und jetzt Tapu Lele. Jawohl, wunderbar. Als nächstes auf das liebe Boreos oder Tornados. Denn es kann uns ja stunnen, wie man hier bei dem lieben Tapu Koko gesehen hat. Aber ich habe ja in diesem Team deswegen Tapu Fini gewählt und nicht Tapu Kapu Bulu. Denn der Vorteil an. Oh, okay. Der Vorteil an Kapu Fini ist einfach, dass es hiermit alle Fairy Type Attacks erhöht. So, und das war jetzt dämlich. Außer wir haben ein Schild. Wunderbar. Hm. Ja, komm, setz mir einfach irgendwas ein. Ich setze einfach nochmal ein Schild ein, denn jetzt kommt die Ulti. Oh, Glück gehabt. Und dann. Gegen die richtigen Teams haben die relativ gute Karten. Da sind die Tapus echt ganz gut in der Kombination. Das erinnert mich auch in die Kombinationen aus Vesprotobus und Selfie. Das sind ja auch drei gleiche Pokémon. Oder drei zusammengehörige Pokémon, genauso wie die Tapus. Da merkt man schon, dass die sich gegenseitig auch ein bisschen unterstützen, supporten und vor allem gut harmonieren können. Und schon wieder so ein nerviges Team, aber zumindest keine Rayquaza, das ist schon mal ganz gut. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass wir Ho-Oh loswerden. Also erstmal die Schilde entfernen. Ja, komm, setz deine Flurry-Type-Attack da ein. Hier hat sich jetzt wieder der Vorteil von Tapu Fini gezeigt und dadurch haben wir fast kein Damage oder hat Ho-Oh fast kein Damage ausgerichtet. Jetzt müssen wir es nur schauen, dass wir schnell besiegen. Genau bevor es jetzt nämlich wieder seine Fähigkeit einsetzt. Und blub, Nummer 1 down oder Nummer 2 besser gesagt. Wunderbar. Das geht schon ganz gut voran. Jetzt vor allem noch mit Regigigas als Supporter-Pokémon geht das Ganze noch geschmeidiger. Und ja, den Kampf hier, glaube ich, werden wir verlieren. Wird auch der letzte Kampf sein, den wir machen werden. Schauen wir mal, was wir gegen Milueta ausrichten können.
werde auch erstmal auf Miluetta gehen. Ganz egal, wie die anderen auf mich losgehen. Erst muss Miluetta rasiert werden. Der mit ihren Lele ist immer so viel Glück, das ist der Wahnsinn. Jawohl, wir sind immun dagegen. Wuhu! Ist natürlich ein schönes Team gegenüber Lele. Gegenüber Miluetta. Und ja, hier, die haben immer so viel Glück, dass Säuger Leo durfte jetzt dreimal angreifen aufgrund Tabu Leles. Ich habe noch nie dreimal angreifen dürfen. Und hier sehen wir auch, die schnetzeln uns komplett. Keine Chance. Ja, das ist halt ein bisschen schade jetzt in dem Fall. Denn ich habe auch wirklich meine Tabus damals trainiert, als ich sie noch im Team verwendet habe. Seit jeher aber nicht mehr oder wenn dann nur noch spärlich. Und das macht sich jetzt bemerkbar. Also die kommen hier nicht. Die brauchen ihre anderen Pokémon, die sie in den anderen Teams haben, um wirklich glänzen zu können. Ich werde auch deswegen jetzt keine Supporterfähigkeit einsetzen, denn ja. Verloren ist verloren. Aber es war trotzdem mal wieder schön, dieses Team zu testen oder dieses Team wieder herzunehmen. Sie sind leider ja nicht sehr weit gekommen. 5 Kämpfe haben sie geschafft. Beim 6. sind sie down gegangen. Ist natürlich klar, dass sie jetzt mit dem Kyurem-Team oder mit dem Zigali-Team nicht mithalten können, wenn sie nicht aufeinander abgestimmt sind. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dann.